Hallo liebe Leute, da spricht wieder der Christian, euer Fototrainer. Herzlich willkommen in meinem neuen Video. Worum soll es heute gehen? Heute geht es um Street Photography in Wien. Und zwar, ja, ich habe das jetzt hier im Jänner in Wien aufgenommen, nicht nur Street, bei Tageslicht sozusagen oder mit interessanten Lichtstimmungen, sondern auch über die blaue Stunde und dann später auch in die Nacht hinein. Ja. Also wir haben hier so mehrere Lichtverhältnisse, was ja im Winter relativ zügig geht, und da möchte ich euch jetzt ganz gern zeigen, ja, wie das so gelaufen ist. Ich habe da so eine ziemlich große Runde durch die Wiener Innenstadt gemacht. Ihr kennt das vielleicht von mir, ich mache das ja öfters, und sind sehr, sehr viele Bilder entstanden. Und ja, ich habe einige Videoschnipsel dazu gemacht, die möchte ich euch ein bisschen so reinschneiden, damit ihr ein bisschen eine Atmosphäre bekommt. So, aber bevor es losgeht, hätte ich mal eine große Bitte. Seid lieb und seid nett, lasst mir vielleicht ein Abo da, Glocke aktivieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Wer mich unterstützen will, kann das auf vielfache Weise tun, zum Beispiel über einen Klick auf einen Affiliate-Link, wie auch immer, gibt es mehrere Möglichkeiten. Also aufgenommen wurde alles mit einer Sony A7 III, ja, altbekannt und beliebt und ja, immer wieder gut für jede Art von Fotografie. Mit am Start waren zwei Objektive, und zwar wirklich nur zwei, weil ich mich immer da gerne reduziere. Einmal, was hier noch drauf ist, das 50-1.8. Das ist jetzt seit ein paar Wochen bei mir. Das ist sozusagen der, ja, ein echtes 50er einmal. Eine sehr alte Linse, eine sehr bekannte Linse im Sony-System. Muss ich, glaube ich, mal ein Video darüber machen, wenn euch das interessiert, gerne in die Kommentare. Also das 50-1.8, der Old Boy aus dem Sony E-Mount. Und ja, das war am Start. Und zum zweiten habe ich verwendet ein 85-1.8, auch bekannt, beliebt, von mir auch extrem gerne eingesetzt, auch in der Hochzeitsfotografie, aber in vielen anderen Dingen, also ja, schätze ich sehr. Und diese Kombi aus 50 und 85 war sozusagen mein Street-Kit. Normalerweise gehe ich ein bisschen weitwinkeliger raus, oder zumindest die zweite Linse, also wenn ich einen 85er hätte, hätte ich vielleicht unten 24er, 35er. In dem Fall wollte ich halt das 50er mal mit auf die Straße nehmen und schauen, wie es sich so tut. Kommt möglicherweise ein Video dazu. Gut, also das soll es mal gewesen sein. Legen wir los mit Street Photography in Wien. Los ging die Tour gleich hier an der Ringstraße mit, ja, ihr seht es noch, mit strahlendem Sonnenschein. Da kam mir dann auch schon das erste Motiv vor die Kamera. Ja, so ging es munter und heiter weiter. Ihr seht, tolles Licht, recht tief stehende Sonne muss man natürlich in der Street Photography nutzen. Und wie könnte es anders sein? Lacken, Lacken, Lacken. Nutzt das immer, wenn euch sowas begegnet. Nutzt die Reflexion der Lacken. Tief stehende Sonne, auch immer ein gutes Element zum Freistellen. Selbstporträt selbstverständlich muss auch sein. Oder eben auch klassische Schwarz-Weiß-Street-Photography-Aufnahmen. Jetzt befinden wir uns schon auf den Einkaufsstraßen und ihr seht, es ist mächtig viel los. Sehr viel Touristen in Wien zu dem Zeitpunkt. Aber dafür auch immer wieder Gelegenheit für spannende Street-Bilder. Hier sehen wir jetzt dann schon vorne bei der Oper, die Staatsoper, die kennt man sicher gut. Und da habe ich einen jungen Mann erwischt, der war gerade sehr beschäftigt mit seinem Handy. Framing nennt sich diese Technik, ihr seht es hier angewendet am Stephansdom. Ja, und natürlich wieder jede Menge Touristen, jede Menge potenzielle Motive. Radfahrer sind allgegenwärtig, sind auch immer ein interessantes Motiv, so wie hier. Oder auch die, die mich zurückgefilmt haben, voll der guten Laune. Hier gehen wir dann an der Oper vorbei. Und ja, das ist auch immer ein schönes Motiv, dieser Laubengang. Radfahrer, wie gesagt, Radfahrer allgegenwärtig, muss man auch höllisch aufpassen. Ja, und in Wien fahren auch noch die Kutschen, nicht nur Autos, Radfahrer und sonstige. Hier fahren auch noch die Kutschen, die sogenannten Fiaker. Ja. Wir gehen da jetzt mal über die Straße rüber. Links von uns wäre noch die Oper und da geht es rauf zur Albertina. Das ist auch ein Museum und sehr, sehr, ja, sehr sehenswerte Ausstellungen. Gott sei Dank mit der Rolltreppe rauf, ist doch
einiges an Höhenmetern. Und dann sind wir oben, jetzt sind wir hinter der Oper mit einem tollen Rundumblick über, ja, über die umliegenden Straßen. Sonne, ja, ihr seht schon, sehr im Untergehen. Weiter geht's direkt in die Innenstadt, hier in die Hofburg, Michaelaplatz, auch immer ein tolles Motiv. Wieder jede Menge Gelegenheiten für Street Photography. Ja, Sonne ist noch da, oder es beginnt, also wir sind schon in der blauen Stunde eigentlich. Ja, jetzt seht ihr wieder diesen wunderschönen Himmel und die Weihnachtsbeleuchtung ist auch noch an. Ja, Sonnenuntergang oder jetzt, wie gesagt, blaue Stunde eigentlich schon. Hier noch ein paar Straßenmotive. Ich bin da immer wieder weitergezogen, habe etliche Meter zurückgelegt. Farben gespielt, mit Perspektiven gespielt. Hier Votivkirche, auch wunderschön in dem späten Abendlicht. Ja, Straßenbahn ist auch so ein Ding, dem man überall hier in Wien begegnet. Ja, das musste sein, das hat sich richtig angeboten. Schwarz-Weiß auch die perfekte Lösung. Genauso wie hier. Menschen bei der Arbeit sind auch immer interessant. Auch mag ich diese Farben, die da in den Bildern sind. Hier tiefe Position, Straßenbahnschienen, Autos im Vordergrund. Ihr seht, achtet aufs Licht, es verschwindet zusehends. Tolle Architektur entlang der Ringstraße. Hier im Hintergrund sehen wir dann das Burgtheater, die Straßenbahn, die gerade ankommt in die Station. Und rechts vorne, wo der Baum so beleuchtet ist, haben wir dann schon das Rathaus. Starke Gegenlichtsituation natürlich, geht auch in Schwarz-Weiß sehr gut. Fotografen beim Fotografieren. Daneben ist jetzt eine Eislauffläche aufgebaut, die wird auch noch vergrößert. Da sind aber schon sehr viele Menschen unterwegs, da wird schon eifrig Eis gelaufen. Da geht es dann weiter in einen Park, da sehen wir dann schon Teile der Prunkbauten der Ringstraße. Ihr seht, jetzt sind wir wirklich in der Dunkelheit angekommen. Jetzt ist es vorbei mit dem Licht. Und hier muss man halt schon sehr mit dem arbeiten, was man hat, und es ist jetzt nicht mehr allzu viel. Aber mit Kamera auflegen und längeren Belichtungszeiten gelingt dann trotzdem immer noch was. Zurück über eine große Runde, zurück Richtung wieder Oper. Das muss auch immer sein. Die Taxischilder, die weiß ich nicht, die interessieren mich irgendwie. Zurück auf den Einkaufsstraßen. Ihr seht es wieder mal ein bisschen. Ja, hier ist Licht genug, aber die Qualität des Lichts ist halt nicht besonders hoch. Ja, Window Shopping. Auf dem Weg zurück zu meinem Auto, dazwischen liegen allerdings noch einige Kilometer, da habe ich nicht mehr alles fotografiert oder auch weniger gefilmt. Und hier sind wir dann schon am Schluss meiner Tour. Ja, das muss natürlich sein, rein wegen dem Bokeh. So, ja, das war meine umfangreiche Wien-Tour im Jänner 2024. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, euch da mitzunehmen, und ihr habt ein bisschen was gesehen. Wer noch nicht in Wien war oder wer die Stadt nicht gut kennt, der soll gern mal herkommen. Ich mache auch immer wieder Workshops und Fotowalks und Verschiedenes auf der Straße, um eben rauszugehen und um gute Bilder zu machen, um zu fotografieren. So, liebe Leute, denkt daran, immer gut Licht. Alles Liebe wünscht euch der Fototrainer. Seid lieb, nett, freundlich. Abo dalassen, Glocke aktivieren. Und wir sehen uns bald wieder im nächsten Video. In dem Sinne, alles Liebe, Servus, Tschüss und Baba.